Das ist mein Klarname. Say hello to my little friend. Oh, Black Beams, Junge. Black Beams hat September ausgenutzt und hat mal 5 Hütten reingezimmert zum Start, sagt er. Mann, ich muss tierisch aufs Klo, aber ich muss auch einen Spotter machen für die ersten 2 Runden Chat. Oh, Mann. I need the baby. Zehender ist auch dabei? Oho, hier auf der 4. Da haben wir ihn wieder, den Lübbel. Du hast auch noch eine Einführungsrunde, schaffst du locker. Ach stimmt, genau, bin gleich wieder da. Yeah, ich geh pullern. Nee, weil Reifensatz 2 wurde mir noch als gut angezeigt. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verguckt. Dad, ihr könnt ja noch mal gucken, ob der Reifensatz hinhaut. Den ich jetzt ausgewählt habe. Ja, aber wie? Da müssen wir am Quali mit Reifensatz 1 gefahren sein. Ich verstehe das nicht. Müssen wir ja zweimal mit Reifensatz 1 gefahren sein. Oha, Flo hat sich einfach unbeliebt gemacht. Ja, aber wieso ist Reifensatz 2 dann neu? Ich hoffe, das ist jetzt kein Anzeigebug und wir haben gebrauchte Reifen drauf. Scheiße, was hatten wir jetzt für eine Bremsbalance? Was hatten wir Ausgangsbremsbalance, Chat? Welchen Gang starteten wir hier? Den ersten, ne? Nee. Ja, doch. Steve, Sub 5 giftet Subs rein. Vielen, vielen, vielen Dank. Pinko Hype geht raus, Mann. Dankeschön. Schöner Start, Michel. Bin da. Sehe alles. Spitzenmäßig. Pass auf, Bentley in. Du kommst sehr gut weg. Tausend Umdrehung. Oh.
Das war aber ein stabiler Start, Junge. Hört Michel mich schon wieder nicht? Doch, ich höre dich. Okay, okay. Großartig. Müssen bloß erstmal Druck aufbauen in den Reifen. Ja, mach mal. Bau Druck auf. Ich hab die Befürchtung, wir haben einen AC-Bug gehabt. Sag mir jetzt nicht, Setup wurde nicht geladen. Doch, aber die Reifen. Okay. Ich habe wahrscheinlich die Reifen aus dem Quali drauf und die wurden mir als neu angezeigt. Oh oh. Nee, die sind bloß drei Runden gelaufen, aber trotzdem. Ja. Ja gut, es wäre auch ein. Ich sag mal so, es wäre auch ein langweiliges Rennen, wenn bei uns mal nichts wäre. Da sind wir mal ehrlich. Na, noch kann ich keine genaue Aussage darüber treffen. Naja, okay. Da hinten machst du gute Fahrt. Ja, geplant war heute Podium, ja. Ob wir das schaffen, mal gucken. Weiß ich nicht. Aber geplant war's. Müssen wir mal schauen, wie wir durch den Verkehr kommen. Timmy, moin, ich grüße dich. Schön, dass wenn ich nebenbei sabbel, oder? Also, brauchst du deine Ruhe? Willst du heute mal Gas geben? Nee, oder? Nee, mach nur. Erzähl nur, alles gut. Okay. Ich überhole jetzt gleich heim und dann haben wir alle Zeit der Welt zum Reden. Mhm. Große Worte für einen großen Penis. Wie viel ist denn jetzt in der Dings drin, Chat? In der Vorhersage? $9,500,000? Das ist ordentlich. Schmackofatz. Guck mal, was wir jetzt hier mit Map 2 sparen können. Bin jetzt bei 3, lol, fastest lap of the race als zweiter Platz. Mhm. What do you want from me? Vielen Dank für 200, Olli. Und da hast du dir das rausgenommen? Was? Den Ton? Aus dem Clip? Ja. Geil. Nice. Na, hinterherfahren auf Imola ist nicht so geil, glaube ich. Nee, ist auch, sieht auch wild aus. Schikane war gerade spritzig. Vizi, jetzt hör doch mal auf, mir den ganzen Tag in die Nüsse zu treten, immer hier. Sonst muss ich hier wirklich hier irgendwann nochmal ein Körbchen mit anbauen. Mit ein paar Aluprofile. Soll ich dir hier so ein Körbchen hinbauen? Danke für 50, Chivi. Nee, meine Katzen beißen nicht. Weil wieso ist der... Ach so, wir sind ja auch AM-Kategorie. What the heck? Ja, wir sind alle AM. Oh, Rubberbanding, Junge. Ah! Chat, ich hab
Ich habe übrigens heute den neuen Emotes gesehen, Chat, die Skizzen. Also wir können nächste Woche, wird es wahrscheinlich soweit. Die sind echt gut geworden. Was bedeutet AM, Amateur? In der GT ist es so, dass du in verschiedene Klassen... Das sehe ich nicht. In AM? Ja. Ja. Genau. Ja, eigentlich bist du ja auch Amateur. Theoretisch würden wir jetzt pro AM fahren. Dizzy wäre doch pro und ich AM. Nee, andersrum. Ah ja. Du pro, ich AM. Der Chat wäre pro. Das stimmt, wir AM. Genau, das ist richtig. Das stimmt sowieso, Chat ist immer pro. Der sieht halt alles. Chat sieht einfach alles. Also ich versuche jetzt mal hinter dem Mercedes Sprit zu sparen. 2,67, Alter. Das geht mit Map 2. Ja, ja gut, solange du Windschatten hast, ne? Wieso denn? Ja, alleine weiß ich nicht. Also ich fahre so schon 2,9. Geht genauso. Ich fahre so schon 2,9 ohne Map 2. Perfekt. Also Map 1 fahre ich halt 2,9 ungefähr. Aber ja, dann machen wir das so. Dann fahren wir Map 2. Woo! Hat mir jetzt eigentlich wieder Fastest Lap of the Race, Chat? Ich hab das jetzt gar nicht mitbekommen. Weiß ich gar nicht. Ich hab jetzt auch gerade gar kein Pitwall an. Ich hab mein... Gibt's Pitwall? Weiß ich nicht. Ich hab mein Tablet nicht geholt jetzt. Ich wollte so viel rumgedudelt heute Morgen. Ich hab selbst vergessen, Wäsche aufzuhängen. Ich muss noch Wäsche aufhängen nachher irgendwann mal. Abo, vielen Dank für 25. Tokyo Drift, auf geht's. Why is he flashing me so much? Das ist ein Anzeigefehler manchmal. Flo. Stiffmaster, eigentlich sollten wir keinen haben, ne. Mhm. Ich muss mich noch um Ficor sein kümmern. Das hab ich noch nicht gemacht. Mach ich am Montag. Oder morgen, mal sehen. Ich hab das gelesen, Burschi. Ich hab nur nichts dazu gesagt. Windschatten ist wild. Alles gut, Burschi. Map 1 und Map 2 bedeutet, also Map 1 ist halt maximale Motorleistung. Map 2 ist. Ich bin mir gar nicht so sicher bei Mercedes, ob ein bisschen weniger. Weniger Leistung, weniger Spritverbrauch. Bist du sicher, dass es weniger Leistung ist oder ist es einfach nur die Gasannahme? Nein. Okay. Weil Gasannahme hat ja nichts mit dem Spritverbrauch zu tun. Ja, weil Ferrari ist zum Beispiel Map 2 nur Gasannahme und nicht wirklich Drosselung des Motors. Ja. Und damit verbrauchst du auch weniger Sprit. Aber das ist aber nicht viel, glaube ich, dachte ich. Nö, der Unterschied ist nicht, das geht erst ab Map 3 los. Deswegen bei Mercedes bin ich mir nicht so sicher, deswegen... Nee, ist schon so. Der hat ja bloß 3 Maps. Ja, deswegen, ja. Ich weiß nicht, was Schalm... Wenn du jetzt auf den switchst, siehst du, was da für eine Map fährt? Warte. Map 2. Okay, also ich war da auch Sprit. Ja. Sehr gerne, Triggerfinger. Problem ist halt, dass die Reifen sich wirklich gebraucht anfühlen. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Naja, also ist ja nicht mehr so lange.
zum Boxenstopp, Kappa. Ich meine, du ja, bist jetzt aber schon... Wir haben ja schon 21 Liter rausgefahren. Du hast ja... du rutschst aber auch ganz schön. Ja, ja, ich weiß. Deswegen ja. Deswegen sah ich ja, die Reifen fühlen sich gebraucht dann. Ja. Weil ich halt so am Rutschen bin. A bit slower, normal fuel consumption, linear throttle map. Okay. Hoher Verbrauch, linear, Drosselklappen. Okay, danke, Chat. Gebrauchte Gummis sind immer scheiße, Chat. Ha, cut. Schallmappen, cut. Ja, Mann. Du weißt, was da passiert, ne? Karma? Karma is a snitch! Sag mal eine freie Runde, 2,70. Neue Strategie, Schalm in die Durchfahrtsstrafe drängen. Perfekt. Ah, der ist auch ein bisschen am Straggeln, ne? Ja. Naja. Oh, wie er hier so durchgleitet, du. Mann. Alter, du und deine scheiß Lichthupe immer, ne? Bis wir halt irgendwann wirklich mal ein DSQ kriegen, deswegen. Wieso? Das ist doch nicht verboten? Bei LFM ist es verboten. Also exzessives. Im Quali? Nee, generell. Ach so, okay. Klein auch mal flashen. Alter, 42,2. Moin. Vor allem P3 ist ein Porsche. What the fuck? Ist das C-Händler? Ja. Ich bremse immer hier die erste Schikane zu spät, wenn der vor mir ist. Der nervt mich. Geh weg jetzt. Alter, Überrundung. Ja, auf geht's. Sehr gut. Danke für 200, Olli. Ja, was ein Spinner, ey. Was denn du schon wieder? Nix, gar nichts. Danke für 200, ne? Keine Kapriolen. Danke für 50, Flo. Ah, jetzt geht's mit gebrauchten Gummis in den Verkehr. Oh ja. Oh, da macht er, da, der GT4 macht großzügig Platz. Die GT4s hören sich aber auch an wie so Karts, ne? Ah, ungünstige Stelle für mich. Obwohl? Ja. Ah, das ist scheiße, die Außen anbremsen. Das ist nicht so geil. Schaffst du schon. 13. Oh, hier, schöner Chevrolet. Hat er den berührt? Nee. Ah, nein, hat er nicht. Oh. Michel jetzt mit ganz viel Speed. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace. Moin sind die Zematizest. Nein! Oh, Michael, prima. Super aufgepasst.
Ja, da war der Wurst halt im Weg. Ja, ja, aber hast du gut gemacht. Krautroulade, Dankeschön für 35 Monate. Willkommen zurück. Oh, was ist denn hier los bei dem? Oh, der glänzt aber, du. Das, Alter. Maximi, danke für deinen Sub im zweiten. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Merkt ihr das immer, wie bei Michel das richtig in der Hose aufgeht, das Messer, wenn da einer reinzappt? Natürlich. Da hat auch gleich die Stimmlage immer so. Oh, okay, Lester. Vorsicht. Ah, das ist gut. Wenn wir Glück haben, hat er den Porsche genau vor der Schikane. Ja. Hat er nicht drauf. Ach so, ein Penner. Vorsicht. Na, wo... Hallo! Das war doch jetzt Absicht, oder? Dass der da jetzt rübergezogen ist. Der Sack. Nee, das waren die Karma-Flash-Punkte. Hä? Ja, ich fürs exzessive Flashen. Ah ja. Die hören sich alle an wie ein Rasenmäher, wie Go-Kart. Nee, GT4 ist ein bisschen langsamer, Velex. Die sind nicht von der Beschleunigung her so krass. Also vom Topspeed sind sie sehr ähnlich, aber sie sind ein bisschen langsamer. Naja, besonders der Alpine und der KTM. Die ziehen GT3 in Topspeed komplett ab. Und Ginetta, dürfen wir auch nicht vergessen. Ich habe gerade gesagt, sie sind im Topspeed nicht unbedingt viel langsamer. Also Ginetta fährt, ich glaube 245, dann ist Schluss. Die als Ausnahme. Die GT4s fahren ein eigenes Rennen, ja. Also ist halt Multicars. Ja. Aber der Maserati klingt wirklich geil, Racing FX. Du solltest dich aufs Bremsen konzentrieren. Ja. Sehr belastend, dass er jetzt so relativ viel Glück mit den Überrundungen hatte. Der Porsche hinter uns übrigens auch. Der holt auf. Ja, ja. Nee, ich glaube, alleine fährt keiner aktuell. Also hier drinnen nicht. Wo ist meine Maus jetzt schon wieder? Nee. Weil liegt die im Bett? Ich bin noch nicht nackt. Dafür muss ein bisschen mehr Leistung kommen. Nee, ich meine deine Maus. Sieht nach Regen aus, schreibt Olli hier. Hm.
Sehe ich auch so. Entschuldigung, Michael, aber ich habe zwei Katzen. Ich glaube, ich kann keine Mäuse haben, du. Also irgendwie, weiß ich nicht. Da bist du, glaube ich, auf dem falschen Dampfer. Ich meinte eigentlich die Wurst, die auch mal eine, die Maus, die auch mal eine Wurst isst. Die Maus, die auch eine Wurst isst? Ah, vergiss es. Wie redest du von Stulsen gerade? Ach so. Er meint eine Frau? Nein. Er meint keine Frau. Niemals. Ich hab keine Frau. Das ist sehr schlecht mit dem BMW jetzt hier. Ach, jetzt gehst du runter, Mietz hier, okay. Smike, moin übrigens. Hovens, moinsen. Ja, Michael ist wahrscheinlich auch irgendwann so ein Streamer, der liegt auch Telefonnummern oder so ein Scheiß. Deswegen erzähle ich Michael auch immer nichts. Was habe ich denn jetzt geleakt? Ich habe überhaupt nichts geleakt. Entschuldigung, kannst du mal bitte jetzt nicht sagen, dass ich mit Stulsen liiert bin? Gecko hört zu und mit dem habe ich eine geheime romantische Beziehung, Schwein. Ja, Chat, Schwerter kreuzen und so. Sag mal. So, jetzt müssen wir hier mal Schallen wieder aufholen. Nee, das geht gar nicht. Nervt mich, dass er so weit vorne ist. Es gibt kein Zuschauerpasswort, ne. Ja, Dizzy muss aber hier keinen anrufen. Michael, Entschuldigung, aber du sollst nicht mit Panzern auf Spatzen schießen. Ciao, grüß dich. Aber du kommst wieder von hinten, kommst du weg. Bisschen. Okay. Hast du wieder eine Sekunde gut gemacht. Wie viel Sprit verbraucht Michael aktuell? Michael hat einen Stream. 2,71. Maga, du bist einfach der schlechteste Kack-Streamer auf dem ganzen Planeten, weißt du? Anstatt du sagst, anstatt du gar nichts sagst, die Leute auf deinen Stream kommen und gucken, sagst du ihnen das einfach. Ach man, du hast halt keine Ahnung von Netzwerken. Das muss ja nicht die Wahrheit sein. Ja, jetzt dreh das mal wieder noch so. Du bist ein Trottel, ey. Guck mal, jetzt hätte Tim hätte zu dir rübergehen können, hätte sogar noch ein Follow da lassen können und alles wäre tippi. Oi, Katze, wirklich, Mietzi, hab dich lieb, aber jetzt such dir mal einen anderen Platz zum Schlafen heute als mein Schoß, danke. Er ist halt freundlich. Ich bin auch freundlich. Aber ich denke auch an meine Mitfahrer und tue denen was Gutes, indem ich auch mal meine Zuschauer darüber schicke, um mal zu gucken, hey, vielleicht ist der ja cool. Netzwerken nennt man das, aber Michael kann das halt nicht. Tommy, vielen Dank für dein Follow. Ich komme jetzt nicht hinterher, ich muss jetzt zugucken. Danke für eure ganzen Follows. Siehst du? Hat gut funktioniert. Ich seh das auch so, ja. Dankeschön. Du Arsch. Luti wollte mal gucken wegen Benzin. Wir haben da aber einen Diesel. Sind das wirklich Diesel? Nee. Die fahren noch. Nein. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, das ist. Ja, es ist mein Ernst.
Maga, Entschuldigung, aber ich bin nicht so, ich bin kein Kfz-Service-Techniker-Meister, so wie du. Aber ich weiß ich jetzt nicht weiß, ob die E85 fahren. Hauptsache, ich werde dafür ausgelacht, Alter. Bremst halt einfach mal ein bisschen früher. LMP Audi war auch ein Diesel. Ah, ja. Aber hauptsache erstmal auslachen. Hannibal Lecter, vielen Dank für deinen Sub im zweiten. Dankeschön. Oh ja, dankeschön. Ja, ich merke das schon. Dizzy ist ein bisschen neidisch. Ich bin überhaupt nicht neidisch, Maja. Vielen Dank für deinen Prime. So rum. Nicht Sub. Ich empfinde überhaupt keinen Neid. Ich freue mich für dich. Gönn dir. Hast du dir verdient. Adi, das for fun, primet auch rein. Vielen Dank, Digga. Dankeschön. Digga. Danke, Digga. Pico Hype geht raus. Das finde ich immer übelst geil. Ich habe einen Chat mittlerweile so erzogen, dass die jetzt immer schön den Pinko Hype reinhauen, wenn jemand primet oder sagt. Also wenn ihr das auch sehen wollt, Dizzy Chat, ihr wisst Bescheid. Danke, Dixon. Für deinen Sub, Maga. Ab nächste Woche heißt es dann nur noch Keck Wiggle. Für jeden Sub muss ich... hello to my little friend. Oh, Darkseid, dankeschön für 5 Subs. Guck mal. Vielen Dank, Darkseid, für 5. Hier, Schalm hat gerade Pace gefunden. Mann, ich muss mich jetzt, warte mal, ich muss mich jetzt mal 3-4 Minuten konzentrieren. Der macht mir zu viel Werbung, ich komme jetzt zu dir. Ey! Ja, kann auch nach hinten losgehen. Wow. Graue Lockout, 5 Subs rein. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank. Say hello to my little friend. Absolut wild. T-Rex, dankeschön auch an dich für 5 Subs, Maga. Jetzt geht's aber los hier. Keckwiggle. Say hello to my little friend. Küsschen, Feed. Graue Locker, dankeschön auch an dich für 5 Subs, Maga. Darf ich hier auch einen Pingo-Hype starten? Pff, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, Chat. Die einzige Regel ist, sei kein Arschloch. Ansonsten, feel free. Do whatever you want. Oh, nächste Woche gibt's neue Emotes, Chat. Die sind wirklich mega. Ich glaube... Oh, Gamer94 hat reingeprimed. Vielen Dank. Wollt ihr noch Skizzen sehen, Chat? Oder wollt ihr euch überraschen lassen? Mach Überraschung, glaub mal. Okay. Das ist cooler. Ich hab's schon gesehen, die werden echt gut, Chat. Ja. Die werden wirklich gut. Scheiße. Ich verliere ganz schön an Schalm. Das ist nicht so geil. Mit jedem verschenkten Sub verliert Michel ein Zehntel. Das stimmt ja. Hört auf bei Michel rein zu subben und subbt hier rein. Ey, nee. Nee, keine Skizzen. Lasst euch überraschen. Ich habe euch ein paar Sachen habe ich euch schon gezeigt, mehr nicht. Aber ich, wie gesagt, 18 Stück habe ich machen lassen. Volle Wicklung. 18.000 Umdrehung. So gut. Hey, Denisio, moin. Darf man auch ohne Elvinko erwähnen, dass Primus nichts kostet? Natürlich. Twitchus Primus kostet, ist mehr kostenfrei. Ey, Winko ist dieses Wochenende leider nicht da. Der ist auf der Sim-Expo. Corona verteilen. Kabach. Spaß. Brauchst du Map 1 weiter oder Map 2, Chat? Map 1. Kannst du wieder aufholen und Meter machen.
Der Witz war geschmacklos, Chat. Sorry. My bad. Der war nicht gut. In Zeiten wie diesen sollte man solche Witze nicht machen. Darauf ein Keckwiggle. Jetzt haben wir wieder Überrundungen. Michel fährt jetzt noch circa 1,5 Stunden und dann fahre ich. Also 18 Uhr, 18.15 so in dem Dreh. Wir versuchen gerade ein bisschen Sprit zu sparen. Der erste fährt Map 2. Die sparen Sprit, damit die so lange wie möglich fahren können. Hey, ich glaube, der ist nicht durchgängig Map 2 gefahren. Oh, der Chevrolet, Junge. Ganz so hässlich ist der gar nicht, du. Oh, der hat wieder so viel Glück. Kostet wieder mega viel Zeit. Hier gibt's keine Vorschriften, Chat. Keine Reifen, keine Sinzeit, kein Pitten, gar nichts. Wir können einfach frei fahren. Es gibt kein Reglement. Für nix. Genau, voll rein in die Orgel. Hätten wir das gewusst, hätten wir ein anderes Auto gefahren, denke ich. Nee, AMG ist schon ganz gut. Leicht Spaß. Ein Bentley vielleicht, ne? Auch mit Wegrahmen? Ja, wir dürfen auch Destruction Derby spielen, ja. Okay, dann fahre ich jetzt einfach geradeaus. Ja, mach mal. Und vergiss nicht, bei 50 zu bremsen. Und nach links zu lenken. Oh nein, ey! Ja, ich will mal die Risky-Variante probieren, aber ich krieg's nicht hin. Du kannst den Curb nämlich hier von der Schikane mittig unterm Auto mitnehmen. I know. Der hat wieder so ein Schwein mit den Überrundungen. Danke für 100, Dragan. Ist auch gut durchgekommen. Schön. Sorry, dass das jetzt ein bisschen rabiat aussieht. War okay. Würde ich sagen, dass es okay war. Nee, gab es keine Berührung. Der Porsche hat nur im Dings gehangen, glaube ich, im Bett. Ja gut, er dachte halt, ich überhol rechts. Falsch gedacht. Das ist halt Fehler, ne? Kann da jetzt bitte Oma Pech mit einer Überrundung haben? Du hast doch fast nie Pech. Hä? Ich verliere mal übelst viel Zeit. Der hat das halt immer auf den Geraden und ich hab's in Kurven oder am Apex oder am Ausgang gleich. Das ist halt hoch. Also das Problem an der ganzen Sache ist, ich höre dich gerade nur weinen. Muss ich Tempo? Nein, das ist kein Geweine. Ich weiß, was du meinst. Fahr einfach. Halt die Gusch und fahr. So, hier, guck mal, wo ich den Cayman jetzt wieder hab. Naja, okay, du kannst doch voll beschleunigen, perfekt. Alter. Was ist denn mit dir? Und den nächsten kannst du ausnecken. Werde ich vor der Schikane nicht schaffen. Gab's bei dir schon was zu essen heute? Ja, ich hatte heute Morgen Haferflocken,
Und dann zum Mittag, weil ich Besuch habe, gab es heute ein Rinderfilet aus dem Opti-Grill. Nur Rinderfilet mit Salz. Mehr nicht. Ah, Shibby Paul streamt wohl auch, oder was? Sag mal einen schönen Gruß. Na, und Kuchen von der Familie ganz heute. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubidu. Ich sag lieber hier. Der Michel ist mir heute zu langsam, Kappa. Ich sag lieber hier, der Michel ist mir heute zu langsam. Das kann ich verstehen, ja. Danke für 100, Random. Dankeschön. Was haut den Hobel in die Bande? Nee. Wow. Wow, wow, wow. Hau den Hobel in die Bande und dann gibt's mehr Bits. Wow, 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 wow. Jetzt sei bitte nicht käuflich. Von welcher Höhe reden wir denn hier? Oh nein. Bei 100.000 Bits bin ich dabei. What? So günstig würdest du uns verkaufen, du Sau? Das holen wir da wieder auf. Dann kann ich nochmal in die Bande fahren. Oh, so günstig. Du blöde Drecksau, ey. Hättest du jetzt gesagt, bei 2000 Subs, okay, hätte ich das ja verstanden, aber... Nee, er hat ja Bits geschrieben. Ja, ja. Also für jeden dann random, ne? Für mich und Dizzy. Random, dankeschön für 300 Bits, Meier. Wie günstig er uns verkauft, ey. Weil dann Dizzy am Fahren, dann stellt Random dieselbe Frage. Pass auf, ich mach's für 90.000. Nee, 3000 Subs oder gar nicht. So. Au. Ja, der fährt schon immer in VR. Ist alles bloß Gewöhnungssache, Chat. Was soll ich hier machen? Das war wirklich das Pech. Ist halt alles gut. Das war wirklich Pech. Ja, die Stoppkuchen, 58 Zuschauer, ACC ist so normal. Also hier gucken 10 zu, bei Michel 5. Und dann der Rest ist dann aufgeteilt. Volvo, ja, wir fahren Multicross, GT4 und GT3 zusammen. Wir sind GT3 und die etwas langsameren Autos sind GT4. Oh,
jetzt war aber sehr weit draußen, oder? Hab ich da gerade verguckt. Oh! Lol. Hab eine Warning bekommen. Schön. Das ist gut. Wo ist denn der Bentley eigentlich abgeblieben? Goliath, hast du zufällig Better Twitch oder FrankerFace Z installiert? Da gibt's einen. Irgendwo gibt's was mit Audio Normalizer und ich glaube bei Twitch auch. Gucken wir, ob es das ist vielleicht. Irgendeiner aus dem Chat wird dir wahrscheinlich besser helfen können, weil ich benutze den Quatsch nicht, aber es ist sowas wie, glaube ich, ein Kompressor. Ich denke mal, das ist an, also hört sich zumindest so an. So, da ist jetzt kauf Michel von den Bits eine Hupe, dann kann er die Leute weghupen, die ihm im Weg sind, sonst weint er weiter rum. Random, dankeschön, Bagger. Das weiß ich auch nicht, Polion. Dann sage ich dir ganz klar, wie es ist, einfach Windows neu installieren. Geht schneller. Was ist aus der Gagball-Geschichte geworden? Na, das Gagball-Emote wird im nächsten Sprung gemacht. Wir machen jetzt erstmal die 18 Stück, weil die waren nicht so günstig, Chat. Und dann machen wir die andere Hälfte. Und dann machen wir die andere Hälfte danach. Aber er wird dann wahrscheinlich erstmal noch einen Monat dauern. Ach so. Nee, ich habe für Michel kein Gagball bestellt. Paul, hast du es jetzt? Jetzt kommst du in die Pfanne. Jetzt haben wir wieder dieselbe, jetzt haben wir übrigens wieder dieselbe Situation, ne? Wie redest du denn jetzt mit Herrn Schalm da vorne? An der Ente, da ist der auch Paul, ne? Na klar. Perfekt. Ja, kannst du, Bockwurstblinker. Ja gut, du schwitzt halt wie Sau unter der VR-Brille, ne? Das ist nicht so, Skywalker? Also, ich dachte schon. Lass mich aber gern belehren. Also, ich hatte mal so eine Oculus Rift, aber da war mir die Qualität zu beschissen. Deswegen hatte ich die wieder weggeschafft. Wir machen Double Stance, ja. Oh! Bild? Oh, da kommt der erste GT3. Oh, Michael, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du bitte nichts anstellen, damit wir irgendwas reporten müssen? Weil das läuft über das Forum.
Das wäre spitze. Reporte mal bitte den Lexus, der macht keinen Platz. Halt dein Schnauze, ernst, ja. Okay, interessante Linienwahl. Ja, doch, er macht Platz. Sehr gut sogar. Aber GT4 hat er gut überholt. Steve, wir müssen mal gucken. Also Paul ist nicht so langsam. Muss man schon so sagen, wie es ist. Die letzten zwei Runden haben, oder die letzte Runde hat ihn jetzt richtig viel gekostet. Wird, glaube ich, bei ihm jetzt eine 44er Zeit. Ja, fast. Wie lang sind 8 Stunden in Katzenjahren? 472,68 Millionen Sekunden. Neva, grüß dich, hi. Schnuckobär, gar kein Problem, I got you. Ja, das ist grob gerundet, ja, das stimmt. Ganz grob gerundet. Ja, jede Runde mehr ist doch gut, Flo, oder nicht? Also P2 ist schon enttäuschend gerade. Ich habe bei Michael als Startfahrer eher mit P20 gerechnet. Ah ja. Ey! Ah ja. Ich komm gleich rüber. Keine Reifenbegrenzung. Es gibt keine Reifenbegrenzung, keine Stintzeitbegrenzung. Eigentlich ist das hier... Ole, ole. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Nichts gegen Michel, aber Glück hat der Junge nicht bei den Starts. Magat. Hat er schon recht, hat er schon recht. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Pech bei Starts. Ist nicht gelogen. Das hat Stuhlsen früher auch mal gesagt. Und dann hat man sich die Replays angeguckt und dann hat Stuhlsen mal ein bisschen was geändert und seitdem ist er... Nee. Ich war schon, ich bin die letzten Rennen wirklich sehr passiv gefahren. Weiß nicht, ich guck das nicht mal, nur Spaß, Shit. Ich guck die Rinnen nicht. Flo, du musst mir das sagen, wenn ich auf 5-2 umschalten soll. Perfekt. Oh, ey. Das Pedal ist rechts. Danke. Also vorne fährt immer noch mit 2. Ja, der fährt die ganze Zeit jetzt mit 2. Der ist aber einmal Map, der ist ein paar Runden Map 1 gefahren, das weiß ich. Oh, oh. Ich habe aber auch zwei Glück mit meinem Telefon, ne? Danke, Steve.
Oh, das ist gut. Shiny BMW. Oh, die nächste Überrundung ist auch gut für uns. Ich glaube, so viel hat das nicht ausgemacht. Oh, da geht schon jemand hier. Doch. Das hat was ausgemacht. Oh, hat jemand Katz? Aus, war? Ah, das war ein GT3. Fuck. Ja, das war ein GT3, ja. Das hat nicht viel ausgemacht. Der Porsche am Start hat uns halt hier gekillt. Ist mit Gang, also im zweiten Gang schneller die Kurve? Ja, ja. Weil du eher rausbeschleunigen kannst. Der erste Gang vom Mercedes nur im Ausnahmefall nutzen. Vor allem weil der absolut, absolut scheiße, der erste Gang. Ja, dann liegt da wohl meine 42er Zeit. Das habe ich nämlich mit dem Ferrari auch mal gemacht. Es geht ja auch immer um alles. Es geht immer um alles. Du willst ja nicht den Dings verlieren. Die... Also großartig Zeit auf den anderen. Und gerade wenn du P2 bist, willst du ja mithalten. Das will ich vielleicht für uns unangenehm. Das könnte unangenehm. Was in Spurious will die Tokyo Drift zurück? Oh, das ist gut. Das ist schlecht jetzt. Sehr schlecht sogar. Ach Mann, ey! Los! Pa? Er hat's gerade gequalmt, wie Sau. Nee, das war nur Dings hier, weil einer weit rausgekommen ist. War Rauch. Ja.
Alter, noch nicht mal dran, aber schon Photonlaser anmachen, Junge. Der muss doch Bescheid wissen. Ja, ja, ist richtig. Viel Platz gemacht. Sehr schön. Wie viele Runden hast du jetzt noch? 9. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne kommst du auf 70. Tschüss, raus. Mehr sogar, oder? Nee. Was ist mit 70? Sag mal, kannst du mal nicht in so aggressiven Ton mit mir reden, oder was? Was ist mit 70? Was ist mit 70? Was mit 70, Mann? Was mit 70 ist, hab ich gefragt. Was mit 70, Mann? Danke an euch, Mann. Support und eure Unterstützung. Und nee, was ist denn jetzt mit 70? Tschüss, ja, dann fährst du fast 70 Minuten an. Ach so. Kommt das hin? Ungefähr. Rente ist mit 70. Ja, wer sich die Scheiße ausgedacht hat, der gehört sowieso, weiß ich nicht. Also, das ist die Verrohrung der Sim-Racing-Szene. Hier ist gar nichts verroht. Hier ist die Welt noch in Ordnung. 70 Minuten, das sind ja 140 Mark. Das sind ja 2,6 Millionen Rubel. Und 4,8 Millionen Yen. Oh, 70 Minuten, ganz wild. 280 Ostmark. Mein Vater hat bestimmt noch irgendwo Ostmark rumfliegen. Oder auch 4 Fußballplätze. Oder auch 4 Fußballplätze. Oder eine ganz einfache Currywurst. Wenn du das noch in Reismark hinkriegst, nee, Marga, Reismark bin ich raus. Oder also anderthalb Mal das Saarland. Anderthalb Mal das Saarland. Aber nur innerorts. Das sieht Jean-Pierre Krämer anders. Der fährt auch gerne mal 140. Kappa. Alter Schuh. Das ist ein alter Schuh. Herr Mayo! Mayo! 142, Entschuldigung. Verzeihung. Dankeschön, Aston. Ich habe gerade einen 20-Fuß-Container im Vorgarten stehen. Wie viele Reifendrücken sind das? 29,7 PSI. PSI. Handverlesene Reifendrücke von Vincent. Handverlesene Reifendrücke, made by Vincent Gottwald. Premium-Luftdrücke sozusagen. Richtige
Premium-Luft drücke. Oh Mann. Nee, ich prüfe Vincent seine Reifendrücke nicht. Nee, das schafft er alleine. Der KTM von hinten sieht halt aus wie so ein Star Wars irgendwas Ding. Naja, genau. Oder? So ein bisschen? So, warte mal. Ich warte. Ja, können wir. Ja, ich fahr jetzt. Oh, das war mit 3. Oh, Freddy. Die GT4s haben wirklich so einen weirden Sound, ne? Kann mir noch keiner erzählen, dass der BMW GT4 so klingt im Real. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Für den Nervenkitzel, Corvinus. Das ist halt technisch ein bisschen anspruchsvoller. Setzt sich das Cackwiggle jetzt echt durch bei jedem Sub? Finde ich gut, Chat. So ganz von alleine, ohne Erziehung wie bei Michel. Ja. Franz, ganz Dankeschön von Normora. Jetzt kommst du aber auch wieder ran da, ne? Ja. Jetzt willst du... Jetzt haben wir okay ein Patch mit Überrundung. Pech ist so ein starkes Wort. Fast rein. Jetzt will der McLaren. McLaren hat keinen Bock, sich überrunden zu lassen. Okay. Nee, never mind. Sehr gut für uns, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Herr Schalm hatte eben gerade auch mal ganz kurz einen kleinen Fehler. Nee, der hat einfach nur... Der McLaren hat ihn nicht vorbeigelassen. Kräft, Dankeschön für 5 Fabsmanger. Vielen Dank. Ist ja auch so grün-metallic hier der Essen, oder? Haben die alle Halbbrause getrunken? Halbbrause, man nennt es auch Waldmeister.
Die Grofskin hat einen Fahrer eingestellt, stimmt. Ey, Corvinus, ich erinnere mich gerade an deinen allerersten Sub. Das ist gerade so vor meinem geistigen Auge aufgetaucht. Zu... Bloodborne damals. Das flauschige Unwesen. Amelia? War das Amelia? Ja, ne? Nee, ja. Ja, Amelia. Amelia. Fuck. Geht noch. Platzierung in der Quali war 4. Ich glaube, wir haben einen Cut erst. Ja. Ja. Wurde die Wette schon aufgelöst? Warum sollen wir die Wette auflösen? What the fuck? Das Rennen ist doch noch gar nicht vorbei. Hä? Das Rennen ist doch noch gar nicht rum. Ja, ja, keine Kapriolen. Alles klar, verstanden, check. Wie? Was? Ah! Nee, nee, das Rennen, das ging für das ganze Rennen. Was war denn jetzt los? Ich hab mich erschossen, Erschossen? Nein, mach sowas nicht, das tut bestimmt weh. Ich hab mich erschrocken. Ich hab mich erschossen, ja, guten Morgen, ey. Gibt ihr sie? Nee, bin noch da. Geht die 4? Nee, auch geht die 3. Nee, leider nicht, Ragnar, so eher, wo du... Nie wieder seitdem. Ich glaube, ich muss, also ganz ehrlich, an dem Tag war, glaube ich, irgendwas nicht ganz, ganz richtig im Klingelkasten. Moinsen, Magga. Dinchen 175 gibt es ab hier 1 Sub zu Detton der Phoenix. This is their first gift sub in the channel. Nein, der falsche Gang. Fuck. Nee, 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 okay. Okay, okay. Er hat auch zurückgezogen. Ich bin im falschen Gang aus der Herbe rausgefahren. Ja, ja, hab ich gesehen. Alles gut. Wundere mich, Mensch, was ist denn hier mit dem Schweine-Benz los? Sehr, sehr, sehr starkes Manöver, Michael. Also war wirklich sehr schön anzusehen. Okay, wir müssen in die Box. Jetzt? Ja. Tire Set 4. Okay. Mach mal 5 bitte. Oder 10 oder nein, ganz. Nein, weit. Nein! Ich hab die Boxenstops alle eingestellt, Dizzy. Mhm. Aber der kann, glaube ich, noch eine Runde. Ist egal. Ja. Der hat eine Runde länger gespart. Ist egal. Sehr, sehr geiler Stint, Michel.
Oh. Ich möchte hiermit einen Applaus an dich ausrichten. Danke. Und jetzt will ich Wäsche aufhängen. Alles klar, geh deine Tangas aufhängen. Entschuldigung, zu Hause trage ich keine Unterwäsche. Achso, okay. Ja, Chat, sorry, dass ich so schweigsam bin, aber Imola ist nicht ganz so einfach mit Quatschen. Ey, die können alle noch eine Runde länger hier, ne? Oder? Nee, können sie nicht. Nee, leider nicht, Schorwesen. Hätte ich mir persönlich auch gewünscht. Hannibal Lecter, lol. Ja, aber das sind dann aber auch solche Leute, die nicht streamen, ne? Das darfst du dann halt auch nicht vergessen. Siehst du, Moli ist eine Runde mehr draußen geblieben. Oh, Black Zora, Sub zum zweiten Mal rein. Vielen Dank für 2 Monate, mein Guter. Dankeschön. Hilft mir sehr weiter. Vielen Dank. Das Problem ist jetzt, dass er jetzt gleich wieder vor uns ist. Weil wir dadurch jetzt eine übelst langsame Inlap haben. Das heißt, das Spiel geht von vorne los. Also er müsste jetzt eigentlich am Pit sein. Kann man nicht vorstellen, dass er... Ja, ist am Pit. Okay. Er ist immer noch am Pit. Jawohl, wir sind noch vor ihm. Perfekt. Aber Bentley ist halt immer noch draußen. War wahrscheinlich sein Boxenstopp nicht allzu gut von Herrn Schalm. Woo! Nee, ich denke mal, die Runde würde jetzt auch reinkommen. Aber das spielt keine Rolle, weil der ist jetzt bloß noch 8 Sekunden vor uns und das nach dem Stopp. Und jetzt im zweiten Sinn fahren wir die 8 Sekunden einfach zu. Und da haben die zwar vielleicht einen Pitstop weniger als wir. Nicht mal das wird passieren. Scheiße! Das ist nicht gut. Zweite Warning. Ja gut, es ist aber auf Imola nicht schwer. Also ich glaube schon, dass wir viele eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Aber die tut in Imola zum Glück nicht allzu weh. Haha, Vexus. Jetzt ist er an der Box, jetzt sind wir wieder Platz 1.
Warte, bis es soweit ist. Also notieren kannst du es vermutlich schon, weil eine Durchfahrtsstrafe werden wir definitiv kassieren. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das passieren wird. Nordlicht, grüß dich, hi. Aber so richtig wollen die Zeiten noch nicht purzeln, Chat. Zeiten sind überhaupt nicht egal, Pete. Ich will ihn ja ausbauen. Natürlich dann nicht dienlich, wenn wir dann sowas haben. Hat uns jetzt halt richtig viel Zeit gekostet, Chat. Drück mal Steuerung F5 RGB.
Okay, dann rechne mal aus, wie viel Sprit wir da verbrauchen dürfen. Gute ist, Schalm hängt gerade hinter dem Bentley fest. Kumpel, hi. Ja. Wir haben den in der letzten Runde überholt, uns in der letzten Runde unseres Stints überholt. Haben allerdings auch schon leider zwei Cuts. Oh, jetzt haben wir richtig Boden gut gemacht. Oh, Sharky, danke schön für dein Resub. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Guter. Ah, das ist schön, dass er alle wiederkommt, dass er nicht nur einmal macht. So wieder da. Freut mich sehr. Dietchen, danke, dass du Dead einzugesteckt hast, übrigens. Ach du Scheiße, habe ich Maker überhaupt Dankeschön gesagt? Der hat reingesubbt und ich habe es nicht mitbekommen. Maker, sorry, wenn ich dich vergessen hab. Sorry, Maker. Ich war auch nicht da, ich konnte es auch nicht lesen. Ach du Scheiße, vielen Dank, Maker. Dankeschön. Flieger 52, sub zum ersten Mal, Dankeschön. Irgendwann sah ich dann auch mal. Vielen Dank für deinen Sub im 40. 89, bitte. Unser Auto dreckig oder haben wir Treffer gehabt? Nö, dreckig. Okay. Dreckig, ja. Das sind die ganzen Leute, die im Auto überholt haben, wie der Gravedigger, weißt du? Hat dich jemand überholt? So, nein, mich hat keiner überholt. Okay. Fabi, danke für deinen Sub im 2. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Alter, was ist denn jetzt los? Graf haut einfach mal 5 raus. Alter, dankeschön. Hype Train Level 5, 7000% bei Michel Inc. Was heißt das eigentlich? Erklär mir mal den Hype Train. Ich verstehe das irgendwie immer noch nicht. Ich auch nicht. Okay, perfekt. Das ist einfach nur, Leute haben rein, da stehen Prozente und dann Chuchu und dann kriegst du Emotes dafür. Perfekt. Könntest du bitte auch deine Stimme verstellen, wenn du dich bedankst? Nee, kann ich nicht. Das ist so ein YouTuber-Ding, Chat. Das vergeht Michel aber auch irgendwann, wenn du dich für circa 1 Million... Osiro, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön. Wenn du dich bei 1 Million mal bedankt hast und das irgendwann, dann klickst du einfach nochmal. Es ist jetzt gerade aufregend für Michel. Es ist schön, es freut mich sehr. Das vergeht aber auch irgendwann. Also ich bin immer dankbar, ohne Scheiße. Ich auch. Ich bin auch immer dankbar. Was soll das nicht bedeuten? Also Cosero, vielen Dank für deinen, für 5 Gifted Subs, Mann. Dankeschön. Flo haut nochmal 24 Spitz hinterher. Danke, Mann. Genug. Dankeschön. Oh, da wär's gleich nochmal 13. schneller. Oh mein Gott. Also Chat meint, wir sollen jetzt mal eine 40er fahren, oder was? Eine 41er. Say hello to my little friend. Oh, Pitos.
Kotiro, Dankeschön auch an dich für 5 Subs, Maga. Dankeschön. Pete haut nochmal 5 Subs rein. Vielen, vielen, vielen Dank, Digga. Dankeschön. Digga. Na, Pete ist so, mit dem spiel ich ab und zu mal COD. Also ist schon wieder ein bisschen länger her, wo wir gespielt haben. Aber ich glaube, der cheatet. Wahrscheinlich, weil sich jemand verschrieben hat, Flieger. Fürs neue Wheel von Fnatic. ich denke nicht. Nein, aber Pete, vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Wir müssen mal wieder eine Runde COD spielen. Das sagen alle Streamer und machen tun sie es trotzdem nicht. Nee, doch, das mache ich. Deswegen hast du auch für mich immer keine Zeit. Du hast doch nie Zeit! Hallo, kannst du dir vielleicht vormittags mal frei nehmen oder was? Ah ja. Dankeschön. Hallo, vielen Dank. Danke, Schulzen. Gibt es da irgendwelche Tabletten dafür, Koseba? Danke an euch alle. Das BMW wie krank ist. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Nach Sim Racing Expo haben sie doch 2 neue Wheels ausgestellt. Wer, Fanatec oder was? Ja. Dark Lord Alucard, sappt im ersten rein. Vielen Dank, Digga. Dankeschön. Ja, das ist wahrscheinlich das Bentley? Ja, genau, ein BMW-Wheel. Ja, das kennt man doch schon. Ja, von Bildern, aber dort konntest du es halt haptisch anfassen. Das stimmt. Randy Rex, vielen Dank für deinen Sub, Digga. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ach, da ist eine Umdrehung. Kackwiggle. Ein Kackwiggle? Kackwiggle. Nee, das fehlt auch noch. Ein Kackwiggle. Ja, Michel ist richtig auf dem Digga-Trip aktuell. Ja, sorry, Digga. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, Rex haut nochmal 5 Gifted Subs raus. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. Oh, Black Beams auch nochmal 5. Alter. Was ist los mit euch? Dankeschön, Mann. Ich fang gleich wieder an mit Heulen. Ihr Säcke. Dankeschön, Mann. Für 5 Gifted Subs. Hast du schon geweint? Fast, ja. Echt? Womit in einem Abend fast 600 Subs zusammenbekommen haben, war das schon ganz schön wild. Oh, Fabi, Mann, haut auch nochmal 5 Subs raus. Das wird wohl heute nochmal passieren. Absolut wild. Fabi, vielen Dank für 5 Gifted Subs. Die wollen bloß das 18.000 Umdrehung hören. 100%. Ich finde das so geil. Say hello to my little friend. Black Beams, Dankeschön für 5. Vielen Dank, Maga. Alter, was ist denn jetzt los? Wer war das? Ich muss erstmal Kurve fahren, bevor ich guck. Das sah jetzt nach viel aus. Messinja haut einfach mal 10 Subs raus.
Boah, Junge, dankeschön. Junge Mann! Ah! Tutu! Kannst du bitte nach deinem Stint weinen? Also du kannst gerne, aber nach dem Stint? Das sind uns die Tränen wieder härter geworden. Oder ihr müsst das dann einfach nach meinem Stint nochmal machen. Da kann ich in Ruhe weinen. Ah ja! Ah ja! Nein, vielen Dank, Mann, Jungs. Dankeschön. Danke, danke, danke. Mädels nicht vergessen. Und die D. Fivehead Move. Oh, Fivehead ist das. Fivehead, das neue Fivehead Emote-Chat wird richtig gut. Oh, ich hab richtig Angst davor, Junge. Das wird richtig gut. Wenn ich deswegen Albträume krieg, ne? Das wird ein richtig geiles Fivehead Emote, das sage ich dir. It's Marcel, grüß dich. Vor allem wie Stream Elements einfach in Sub hat, ne? Ich glaube, ich sollte mich langsam mal warm fahren. Mokasoft folgt mir jetzt. Vielen Dank für dein Follow. Oh, Mokasoft. Achso, das sollte ich vielleicht mal einrichten, Pete, ne? Ist das sowas, was ihr euch wünscht? Dann Discord unten reinschreiben, Ideen-Channel. Ja, die Bumsfolie hat es ja. Boah, Sonic haut auch nochmal 5 raus. Danke, Mann. Vielen, vielen Dank. Ich komme hier gar nicht mehr zum Fahren. Ich muss immer Chat gucken. Corvinus, Prime 3, danke, Mann. Dankeschön. Jede Menge Follows kommen rein, dankeschön. Danke. Müssen wir das irgendwie mal auf einen Soundknopf legen? Nein, Quatsch. Das freut mich zu hören. Oh, schön, Mann. Das ist schön. Drunksten. Ist Drunksten richtig, ja, ne? Drunksten. Drankenstein. Ich hab keine Ahnung, Sonic, was mit euch los ist. Ich hätte heute richtig einen Gönnerlaune. Ich hab gedacht, du nimmst die Mitte. Nee, das wäre zu eng geworden, glaube ich. Kein Risiko. Ja, schon recht. Wir haben auch nach hinten, haben wir genug Luft. 6 Sekunden erstmal. Mensch, Philipp, vielen Dank für deinen Sub im zweiten. Lone Fox. Dankeschön. Lone Fox, moin. Hä, wieso gehen denn die Commands jetzt? Was ist da denn los? Das hätte fast gekracht, Mann. Ja, wollte ich gerade sagen. War schon knappi. Zum Glück hatte ich noch den ersten Mann. Gang, meine ich. Nicht den ersten Mann, Leute. Schön, ich hatte den ersten Mann. Ich hatte ihn. Ja, Dizzy hat sich ja erschossen. Drankenstein, moin. Entschuldigung, ich war nur Wäsche aufhängen. Ich hatte keine Hosen mehr, ich musste Hosen machen.
Ah, ist nur ein Klick gewesen. Alles klar, Flo. Ah, hier ist was los, Mann. Bis jetzt macht er keine Probleme, Knobi, nö. Wer macht Probleme? Mein Streaming-PC. Ach so. Bis jetzt geht's. Noch. Nee, krass, wie lange manche hier schon folgen, sorry. Ich hab noch keine, noch keine DT. Ich glaube, wir haben auch erst einen Cut. Nee, zwei. Zwei schon? Ja. Ja, dann wissen wir, wer die DT wieder kriegt. Gut. Jetzt wird der Chat hier mit Commands gespammt. Chat sah schon. Flo, stell das da mal wieder aus. Naja, ich krieg das Auto halt immer mit drei Cuts drauf oder so ein Scheiß. Das ist okay. Ach, du willst, möchtest noch einen Cut? Halt dein Schnauze. Kann nee. Ich einrichten. Nee, lass mal. Ich hab diese Eigenschaft nicht. Ich muss halt immer die Sachen von anderen wegfahren. Das ist immer ein bisschen doof. Das wäre wirklich. Wir werden, also schade. Pass auf, wir werden in den 8 Stunden definitiv eine Durchfahrtsstrafe kassieren. Doch. Nein. Imola ohne Durchfahrtsstrafe zu bestehen ist ganz schwer. Imola! Ja, dann gib dir halt mal ein bisschen Mühe. Platz 1 muss drin sein. Ah ja. Oh, was ist denn jetzt passiert? Was denn? Ufi Racing haut 5 Euro rein. Spritgeld. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Nee, Spritgeld gesagt, ja. Was hat er verstanden? Wahrscheinlich was anderes. Danke an euch alle für euren Support Spritz, und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Spritzgeld, Ja, für Spritzkuchen. Für was? Spritzkuchen. Ah ja. Oh, Bentley fährt in die Box. Achso, der hat ja noch Durchfahrtsstrafe. Oh, also Endurance-technisch ist das erste Mal, dass ich Imola übrigens Endurance-Rennen fahre, ne? Stimmt nicht, bist schon vorher mit uns gefahren. Ja? Ja. Endurance? Ja, 12 Stunden. Aber da bin ich keine 2 Stunden am Stück gefahren, oder? Weil das ist schon ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Ich glaube, eigentlich bist du schon mit uns gefahren, ja. El Blindo DT heißt Drive-Thru, das heißt, du musst einmal durch die Box durchfahren. Das kriegst du, wenn du 4 Cuts gemacht hast, also 4-mal abgekürzt hast. Krenz, dankeschön für 8 übrigens und Stuffi, dankeschön für 6. Bliatta-Teig? Bliatt-Salat? Und Bliatt-Spinat? Humor. Ey, das ist vielleicht mal gut. Das ist. Bliatta-Teig. Finde ich so gut. Puma-Humor. Bliatta-Teig im. Nee. Bliatt-Fisch im Bliatta-Teig-Mantel. Aber sich vorhin über ein Forum aufregen, weißt du? Das ist er wieder. Da hat Michael wieder live und lebt, du. Oh, was für ein Unicorn. Lexus. Hui. Er teilt auch Minion-Bilder. Du wirst lachen, tut er wirklich. Hä, ich hab noch nicht ein Minion-Bild gedingsbums. Ich hab gar keine Minion-Sticker auf meinem Handy. Nicht? Nee. Ich dachte ich jetzt nicht. Kann mich natürlich auch täuschen. Ja, ich glaube, das tust du auch. Dizzy einfach jetzt am Chatverlauf durchsuchen? Nee.
Das weiß ich. Ich guck dann mal, ob ich Minions hab. Na, es war kein Sticker, es war ein Bild. Ach so. Ganz frisch geworden hier im Hintergrund. Gar keine 18.000 Umdrehungen mehr da. Irgendwer muss ja in der Altherrenliga fahren. Na, bei den Jungspunden wird Michel ja immer nur abgeschossen. Das stimmt. So, ich geh mich mal schnell warm fahren. Was haben wir denn jetzt hier aktuell? Du hast noch Zeit. Ja, aber dann habe ich die Drücke schon mal da. Ja, naja, gut. Was denn? Mach mal 23, 26. Ich find's immer noch so schön, wisst ihr, Chat, ich fahre halt einfach mal 10 Millionen Endurance-Rennen und Michel möchte mir immer noch sagen. Ich sag ja nur. Ja, ich weiß, ich mach schon alles gut. Wir sind in Team, ein Team. Das ist richtig, Michel. Und wir sind auch in Team. Say hello to wir führen nämlich friend. Eine Dreiecksbeziehung mit Schulzen. Nee. So, jetzt ist es raus. Nee. Jetzt wissen sie alles. Nee. MS, dankeschön für 5 Zapfen. Absolut nicht, nein. Absolutely not. MS, dankeschön für 5 Mal. Vielen Dank. Was ist das hier? 30-30, ne? 23-30. Die kocht. René war. Die kocht. Oh, Käse. Green light. Give it all you can. Teure Runde wird er für uns. Die heißt aber auch Lisa, Quatschente. Also Lisa meine ich jetzt. Pedro, ich glaube, du kannst Kameraperspektiven fahren, wie du willst. Also ich glaube, man kann es vorgeben vom Server aus, aber ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Ehrlich gesagt. Moin, Sioni. Lässt sich das nicht vorgeben, ne? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Ah, Dani, danke schön für 5 Monate. Danke für die gute Unterhaltung. Nee, Quatsch, Ende. Kenn ich keins.
Oh, oh, oh. Ja, da müssen wir noch einen drauflegen, Käfer, glaube ich. Das reicht wahrscheinlich nicht. Das ist doch nur eine E-Klasse, Kostleber. Also nur in Anführungsstrichen. Was ist eine E-Klasse? Benzin, sein Auto. Achso. E-Klasse kostet keine 800 Euro Leasing. Quatsch. Nein, das ist keine neue E-Klasse. Schon ein paar Jahre alt. Ich meine, ob man das als Dankeschön. Als Schüler braucht es die andere Frage, aber ey, jeder wie er mag, nicht? Sagt man ja mal so schön. Alter, wo setzt denn der seinen Bremspunkt? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Chat. Normalerweise müssen die dort nicht so früh bremsen. Sind wir reingefahren? Nein. Aber es hätte fast mörderlich gekracht. Okay. GT4 einfach schon auf der Startziel für Aqua Minerale gebremst. Moin, Elvis. Opa. So, vom zweiten Gang bin ich hier aber auch noch nicht so überzeugt in der Kurve. Na, du musst das nicht machen. Wenn du mit dem ersten besser klar kommst, dann fahr am ersten. Das sind halt so die Profigänge, weißt du? Mhm. Ja, deswegen will ich die ja übernehmen. Dankeschön. Damit ich schneller werde.
Weil der erste Gang ist beim AMG zu kurz übersetzt. Moin, Predator. Natürlich nicht, Pete. Die stottern alle Schnorwesen. Dann hol dir doch lieber ein RS-4. Weil du nach Assetto Corsa Competizione gucken musst? Und nicht Assetto Corsa? Du bist denn in der falschen Kategorie, Kai? Ah, das meinst du. Keine Ahnung. Denn hat vielleicht Twitch-Spucki oder so. Who knows? Ach, RS3, RS4, RS8. Da kann ich nicht mitreden, Chat. Ich hätte meine Luftdrücke unter Umständen etwas höher wählen sollen. Ich glaube, hier hat Vince seine Finger im Spiel. Vince ist doch gar nicht da. Der ist noch auf die Sim-Expo. Trotzdem. Struggle gerade ziemlich. Michel ist auch im Sheet verlinkt, Kai. Oops. Ups, klingt nicht gut. Doch, ich bin gerade mit 120 Liter 1,43 einzufahren. Schön, perfekt. Hoppla. Und Map 2. Map 1.